das Thema Verdauung. Also die Verdauung stelle ich nun euch sehr, also grob würde ich sagen da. Das heißt, ich gehe nicht auf die kleinsten Details ein. Einfach eine allgemeine Vorstellung, wie die Verdauung abläuft, die verschiedenen Schritte, aber nicht die detaillierten biochemischen Abläufe beziehungsweise ja allgemein chemischen, physikalischen Abläufe, welche im Körper ablaufen, damit die Verdauung stattfinden kann, denn das wäre ein bisschen zu komplex für dieses Video. Und zwar beginnt die Verdauung im Mund durch die Aufnahme der Nahrung, da wird sie dann im Mund verkleinert und also durch das Kauen und auch durch den Speichel aufgelöst und dabei kommt es zu einer mechanischen Zerkleinerung und chemischen Verdauung von Kohlenhydrate durch verschiedene Enzyme, wie zum Beispiel durch die Amylase wird im Mundbereich die Stärke gespalten bzw. verdaut und dann der nächste Prozess ist das Schlucken. Also die zerkaute Nahrung wird durch unwillkürliche Muskelkontraktionen, also sogenannte Peristaltik, bewegt und dadurch wird, also bewegt sich der Speisebrei durch die Speiseröhre in den Magen. Und allgemein findet das Schlucken durch einen automatischen Öffner im Mundraum, sobald also die Nahrung weiter hinten liegt, statt. Dann im Magen wird die Nahrung aufgenommen durch den Magenöffner und wird dann mit Magensäure sowie Verdauungsenzymen, zum Beispiel Pepsin, vermischt, um Proteine in kleinere Peptide aufzuspalten. Und die Magenwände des Magens schütteln und mischen die Nahrung durch und bilden dabei auch eine halbflüssige Mischung, und zwar Chymus, also den Magenbrei, will ich mal sagen, den Inhalt, das wird dann als Chymus bezeichnet. Und im Dünndarm gelangt dann dieser Brei und wird dort im Großteil absorbiert und verdaut. Also Verdauungsenzyme von der Bauchspeicheldrüse, Galle und Leber sind im Dünndarm zur Aufspaltung von Protein, Kohlenhydraten und Fett da. Also Amylase, Trypsin, Lipase spalten die Kohlenhydrate, Proteine und Fette in kleinere Moleküle. Im Dünndarm ist dann mit Zorn und Mik ist, also der Dünndarm ist allgemein mit Zorn- und Mikrovilli bedeckt, welche die Oberfläche für die Aufnahme vergrößern. Also Mikrovilli und Zotten im Darm sind für eine Oberflächenvergrößerung da und durch eine größere Oberfläche können mehr Nährstoffe aufgenommen werden. Also Aminosäuren, Glucose, Fettsäuren, Vitamine sowie Mineralstoffe werden durch die Darmwände absorbiert und gelangen in den Blutkreislauf. Im Dünndarm kommt es zu einer Absorption und Ausschüttung von Abfallprodukten und verdaute Nahrungsreste, Wasser und Abfallprodukte gelangen in das Kolon, Fermentation von unverdauten Kohlenhydrate und bestimmten Vitaminen wie Vitamin K und einigen B-Vitaminen findet dort statt. Also diese werden dort produziert und also der letzte Schritt ist, dass die Abfallstoffe über den Enddarm, also durch den Enddarm gelangen und dadurch dann durch den Anus ausgeschieden werden.